Ja gut, ab 92 fingen viele Trash-Bands lösten sich auf oder haben sich musikalisch komplett verändert, Experimente gemacht. Creator, Renewal kam raus, war für uns damals grauenhaft. Aus heutiger Sicht finde ich die Scheibe. Vielleicht musste das damals so sein, damit die Band sich wiederfindet. Und ich muss sagen, ab 95 war die Trash-Szene komplett kaputt gewesen, außer schwedische Bands wie Swordmaster und so haben die Fahne noch hochgehalten. Aber ich fand so ab 95 bis 97 war der Metal komplett kaputt hier in Deutschland. Da bist du wirklich auf Konzert gegangen, da waren 20 Leute in der Zeche Karl. Ne? Das waren eigentlich so die schwierigsten Jahre. Aber ich habe trotzdem mein Ding mal weiter durchgezogen, wo viele Kollegen die Kutte beiseite geschmissen haben sozusagen. Ne?